Weißbild. Was? Ich habe hier ein Weißbild. Du hast ein Weiß? Ja, ich filme einen weißen Hintergrund gerade. Das finde ich gut. Ganz rein. Ach, so rein wie deine Seele. Nein, eigentlich nicht wirklich. Oh, jedenfalls Mann. Nicht mehr so rein, wie sie vor 3 Jahren war. Tja, es hat sich viel seitdem getan. Aha. Viele Dinge sind geschehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten wir das am 8. hochladen, dieses Video. Dann seht ihr das erst am 8. Denn was war denn am 8. vor 3 Jahren? War das überhaupt das richtige Datum? Ich weiß es gerade nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr. Ich bin so unromantisch, dass ich das nicht mehr weiß. Es müsste aber der 8. gewesen sein. Guck doch mal in die Playlist. Aber... Das war Star Fox 2, Part irgendwas. Oh Gott, ich bin ja super vorbereitet. Ein Gast im Leidensystem oder irgendwie so ähnlich hieß das. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, um was geht es denn jetzt eigentlich gerade, wenn wir so komisch reden? Ja. Magst du es erklären? Also es ist so, der liebe Keanu und ich, wir kennen uns jetzt 3 Jahre. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen da was Ernstes draus machen. Wir wollten, nein, wir haben uns einfach vor 3 Jahren kennengelernt, der dumme Spinner und ich. Und ja, haben seitdem ja sehr, sehr viele Videos gemacht, euch versucht auf die unterschiedlichste Art und Weise gemeinsam zu unterhalten. Und ja, wir wollten das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Man weiß ja auch nicht, wie lange das noch so in der Konstellation so bestehen bleibt. Insofern ist das vielleicht mal wirklich an der Zeit, das Ganze mal zu feiern. 3 Jahre gemeinsame Aufnahmen von Keanu und von mir und ja. Das hätte man eigentlich von dir und Mats bzw. Moritz erwarten können und nicht uns beide. Das ist richtig. Du hattest ja auch die Idee. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, aber naja. Na, auf jeden Fall, 3 Jahre ist es her. Das Ganze hat damit angefangen, dass es einmal um eine Sache wegen den TerraTech Grabby geht. Ging, eher gesagt. Ich wusste nicht, wie man damit eine Bildschirmübertragung macht. Dann habe ich durch Zufall auf Rüdiger seinem alten Kanal, was heißt alten Kanal, dieses ganz alte Kanaldesign, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Obwohl es das Beste von allen war. Das ist so schade. Auf jeden Fall hat sich da mal einer erkundigt, ey, wie nimmst du denn von der Wii auf, wie hoch LP? Ja, ich hatte da den TerraTech Grabby. Und da kam mir dann die Idee, ihm einfach mal anzuschreiben. Das habe ich auf Formspring gemacht. Denn YouTube verschluckt ja schon seit x-tausend Jahren gern mal PNs. Das kennen ja. Wir ja. Das ist richtig. Ja, da habe ich ihn gefragt, wie sieht's denn aus? Wie funktioniert das denn mit einer Bildschirmübertragung? Hat er mir auch geantwortet. Weißt du noch, ja. Was du geantwortet hast? Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich habe keine Ahnung, wie der Scheiß funktioniert an mir in Ruhe oder irgendwie sowas. Ich weiß es echt nicht mehr. Gut, ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Das ist gut. Aber es kann ja nichts allzu Schlimmes gewesen sein. Es war noch eine normale Antwort, wie man es einem... einer fremden Person geben würde. Daraufhin habe ich nochmal eine Frage gestellt, ey, wie sieht's denn aus? Hättest du nicht mal Bock, mit mir zusammen Star Fox Assault aufzunehmen? Nicht Assault, wie hieß das eine noch? Doch, Assault. Nein, nicht Star Fox 2, ich hatte doch auch noch... Achso, bei dir dann. Ja, ich hatte doch damals auch noch ein Star Fox Team. Genau, stimmt, du hattest ja, bei dir war es Assault, bei dir war Assault dabei, richtig. Daraufhin hat der Story ja gesagt, können wir gerne mal machen. Dieses Projekt ist aber nicht mehr zu sehen. Ich hatte es damals gelöscht, weil es unvollständig war und weil ich kaum noch Spaß dran hatte, da es mir einfach zu blöd würde irgendwie. Die Missionen waren einfach viel zu schwer an einer Stelle und da habe ich dann halt aufgegeben. Und da bin ich dann irgendwann, bevor wir das allerdings gemacht haben, zu dir als Gast dazugekommen. Was waren denn das dann für Sachen? Es waren zwei Projekte übrigens. Es waren zwei Projekte, die damals am Laufen waren, zeitgleich. Zum einen war das am 4.8. habe ich jetzt nachgeguckt. 4.8. nicht 8. Okay. 4.8. steht hier. Fast richtig.
Starwing 2, beziehungsweise Star Fox 2, je nachdem, wie man es nennen will. Und das zweite Projekt war Pilotwings 64 gewesen. Ich habe gerade eine ganze Zeit geredet, jetzt kannst du gerne weiter erzählen noch ein bisschen. Wie sind die Videos damals abgelaufen? Wie war unsere Kommentarart von damals? Ja, es ist natürlich... man muss ja sagen, wir waren uns damals ja noch sehr unbekannt. Es war ja nicht so, dass wir vorher großartig miteinander gechattet hätten oder sonst was. Wir hatten uns halt so ein bisschen da von den Formspring-Sachen her gekannt und ansonsten ja, relativ spontan entschieden, dass wir was zusammen aufnehmen. Und dementsprechend war es am Anfang auch noch ein bisschen zurückhaltender. Logisch, normal, wenn man da einer fremden Person gegenüber sitzt, beziehungsweise wenn auch nur virtuell gegenüber sitzt, sag ich mal, ist das natürlich immer ein bisschen distanziert und ja, so dementsprechend waren dann auch die Aufnahmen. Bei Starwing 2 kam noch erschwerend hinzu, unsere allererste Aufnahme davon ist verloren gegangen, beziehungsweise ist halt total abgespackt, weil ich derbe Probleme hatte, sodass wir das Ganze nachkommentieren mussten. Dreimal nachkommentieren. Richtig, dreimal haben wir das Ganze nachkommentiert, genau. Heftig, echt heftig. Und ja, dementsprechend war das ein bisschen merkwürdiger Einstand, sag ich mal. Aber war okay. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals ganz stolz drauf war, dass ich ein neues Mikrofon hatte und das Ganze groß angekündigt als jetzt helfe ich dir mal ein bisschen mit meiner Fantab-Ausrüstung. Der Satz war heute so peinlich im Endeffekt. Ich will mir das eigentlich gar nicht mehr ansehen oder anhören. Professioneller Fantaber, ja. Ist das schrecklich. Ja, aber trotzdem, eine kleine Szene werdet ihr auf jeden Fall gleich noch davon sehen. Zudem war noch ein anderes Projekt. Was war denn das andere genau? Ja, das andere war Pilotwings 64. Und was haben wir da großartig gemacht? Ich erinnere mich noch, dass ich so ein Skype-Programm hatte, wo ich Audio spammen wollte. Genau, das, ich weiß gar nicht mehr, das hat auch nicht so richtig hingehauen mit dem Audio-Spam, glaube ich, oder? Nein, und durch dieses Programm wollte ich auch die Skype-Aufnahme aufnehmen. Hat aber auch nicht so wirklich hingehauen. Das mussten wir ebenfalls nachkommentieren. Oh, richtig, ja. Wir hatten richtig viel Glück bei unseren ersten Aufnahmen. Ja. Stimmt, auch das war dann nachkommentiert. Wir waren so richtig professionell dabei. Naja, ich würde sagen, schneiden wir zwei Szenen davon rein, oder? Können wir machen. Bis wir dann zu dem nächsten übergehen. Wieso trägt er überhaupt eine Dampfwalze mit sich rum? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat irgendwie einen Fetisch für Dampfwalzen. Das muss irgendwie was zu tun haben. Er steht drauf. Er steht einfach drauf. Oh, und er steht drauf? Ja. Er hat so einen Fetisch. Ja, er hat uns auch irgendwie mit seinem Schlafzimmerblick hier paralysiert. Auf jeden Fall ist alles sehr langsam geworden. Ja. Ich glaube, da sind wir auf die Idee gekommen, dein Emulator mag mich nicht. Richtig, und an der Stelle haben wir einen Cut gemacht. Hallo, wir sind wieder zurück nach diesem Cut. Keanu ist auch wieder dabei, oder? Ja, ich glaube schon, ich weiß es noch nicht so ganz. Ja, wir sind ja dabei, sozusagen eine Neuaufnahme zu machen und jetzt ist es mittlerweile schon die Neuaufnahme der Neuaufnahme. Ja, weil bei mir die Technik irgendwie versagt, total, und... ja, wir müssen gerade gegen Tai Kong kämpfen, oder eher Peppy Richtig, muss es. Tai Kong, und wir haben irgendwie eine Strategie rausgefunden, anscheinend. Ja, ich weiß noch nicht mehr genau wie und was. Ja, und zwar, dass wir ihm einfach nicht hinterherfahren, sondern immer so ein bisschen entgegenfahren und dann, ja, einfach draufballern. Wahnsinn, wer hätte damit gerechnet, dass wir draufballern müssen. So, und jetzt kommt eine epische Szene. Ein Zerstörer ist in der Reichweite Cornerias. Und du weißt, 72% Schaden. Jetzt kam eine extreme Zwischensequenz. Ja, und ein voll viel Schaden. Ein unglaublich hoher Schaden erwartet Corneria jetzt. Denn jetzt kommt sie, die ultimative Attacke des Zerstörers. Oh mein Gott. Ein Strahl, der so von gewaltigem Ausmaß ist, dass Corneria einen Schaden nimmt. In Höhe von sagenhaften 2%. 2%, unglaublich. So eine, kaum zu glauben. Das ist wirklich unglaublich. Corneri, so eine gigantische Zwischensequenz und dann 2% Schaden. Das ist super. Ja, ihr habt jetzt gerade ein paar Ausschnitte unserer alten
wie soll man das nennen, Kommentarart? Together-Kommentarart? Ja, ich glaube, so kann man das nennen. Gesehen und ja, wir waren recht still und schüchtern, würde ich einfach mal sagen. Er hat mir Angst gemacht. Er hat mir voll Angst gemacht. Er macht mir immer noch Angst. Okay. Das war jetzt verwirrend. Ich wollte dir Angst machen. Das heißt, das ist dir gelungen, auf jeden Fall. Ja, das hätten wir damals auch nicht gemacht. So ein komische Geräusche. Naja, wir hatten auf jeden Fall noch ein Projekt. Sehr, sehr wenige werden sich daran erinnern. Es gibt nur einen einzigen Clip davon und das war bei... War das bei deinem 3- oder 2-Jahres-Special? 2-Jahres-Special bei dem Best-of-Sehen. Da hatte das nämlich einer geschrieben, dass er das gerne noch sehen wollte. Und zwar war das so eine wundervolle Szene aus Star Wars The Force Unleashed, was wir gemeinsam aufgenommen hatten. Was auf meinem Kanal zu sehen war, jetzt aber nicht mehr zu sehen ist. Jetzt leider nicht mehr vorhanden, das Projekt. Deswegen gibt's leider nur noch diese eine einzige Szene im Rahmen des 2-Jahres-Specials, aber... Ja, wieso ist das Projekt nicht mehr vorhanden? Ganz einfach. Ich glaube, 6 bis 10 Parts lang war kein Ingame-Sound zu hören und ich kam auf die kluge Idee, Musik von Star Wars unterzulegen. Aus den Filmen, aus dem Soundtrack. Und da waren die Hälfte dieser Parts nicht zu sehen in Deutschland. Und da ich nichts Unvollständiges drauf haben will auf meinem Kanal, wo die Hoffnung nicht besteht, dass es zu Ende gesetzt oder nochmal neu gemacht wird, habe ich mir einfach gesagt, komm, ist egal, löschte das. Ja, und so ist es geschehen, das Projekt ist nicht mehr zu sehen. Diese eine Szene können wir euch aber gerne nochmal zeigen. Genau. Das werden wir dann im Anschluss tun. Oder gleich in ein paar Minuten im Anschluss, hört sich das nämlich komisch an. Ich habe da nämlich so eine Eigenart, dieses Video gerade zu schneiden. Schlecht. Auf jeden Fall, womit ging es dann weiter? Was kam, war das nächste große, würde ich einfach mal sagen? Das nächste große müsste dann eigentlich schon Donkey Kong gewesen sein, Donkey Kong Country. Mhm. Willst du mal ein bisschen darüber erzählen, dass du mal den Start zu dem Projekt machst? Oh Gott, dieses Projekt. Da gibt's sehr viel mehr zu erzählen als zu den anderen bisherigen Sachen. Jetzt wirklich, wir haben so eine ganze Weile haben wir für dieses Projekt gebraucht. Sehr, sehr lange dran gehangen. Es war auch nicht immer ganz einfach, aber das war wirklich auch das Projekt, wo man dann gemerkt hat, dass wir immer besser miteinander klarkommen. Dass das Ganze einfach immer besser ist im Team auch. Wir haben ja das erste Mal dann auch wirklich zusammen dann gespielt. Nicht irgendwie gegeneinander oder mit Gastkommentator, sondern wirklich auch mal zusammen. Und das war dann schon ganz witzig. Auf jeden Fall. Da hat man dann auch wirklich gemerkt, dass das doch ganz gut harmoniert auch. Vom Kommentarstil her. Und ich glaube, mit Donkey Kong ist so ein bisschen auch das Eis dann gebrochen, sag ich mal. Ja, ich sollte diese Fliege hier auch gerade mal brechen, die hier gerade rumfliegt. Ich sehe sie nicht mehr. Sie hat mich nämlich gerade erschreckt. Na, auf jeden Fall haben wir mit diesem Projekt eine ganz komische Eigenart heraufbeschworen, die wir aber nach einigen Parts auch schon wieder beendet haben. Ich rede von den Game-Over-Bestrafungen. Oh Gott. Erinnerst du dich noch? Boah, lass mich mal überlegen, was war da noch? Immer wenn einer ein Game-Over verursacht hat, musste er etwas... Musste was singen, ne? Genau, aber wie war das noch? Ja, im nächsten Part dann. Anfang nächsten Part. Eine Minute lang. Genau. Das, was der andere wollte. Und dass das meistens zu einem Freestyle-Rapper von mir wurde, ist ja wohl klar, denn ich habe die Texte immer nur halb gesehen. Ich habe die nie vollständig sehen können. Und da habe ich halt dann immer improvisiert. Mhm. Aber dieses Projekt hatte auch noch eine andere legendäre Sache, die es in dein 2-Jahres-Special gepackt hat. Oh ja. Und zwar? Eine der legendärsten Szenen eigentlich überhaupt, die man sich vorstellen kann. Eine der legendärsten Szenen, die wir zusammen aufgenommen haben. Nämlich, ja, ich habe so ein bisschen erklärt, wie Fische Liebe machen. Ja.
Wenn ich heute noch dran denke, Papa Fisch und Mama Fisch. Ja, wir waren gerade in dieser schönen Unterwasserwelt und wie ist das erscheint? Ich habe glaube ich Fick die Fische gesagt oder irgendwie sowas und. Und dann, ach nee, dein 9-jähriger Fan oder irgendwie sowas. Genau, und dann da konnte ich ja das doch nicht stehen. Dann habe ich gesagt, ich meine die Fische, die sich gegenseitig doll lieb haben, natürlich. Und irgendwie so ähnlich war das. Genau, und da habe ich versucht, das noch ein bisschen zu retten. Und dann kam dieser Mistball raus. Das ist eine Szene, die ich mir immer und immer wieder gerne ansehe. Muss man einfach. Diese Szene möchte ich euch aber natürlich auch nicht vorenthalten. Genauso wie noch eine andere Szene, die mir einfach sehr gut gefällt, da ich fast verreckt bin, dank dem Mist, was er gemacht hat. Und zwar war das in einer Schneewelt. Er springt in eine Kanone. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich glaube, ich weiß es noch, aber erzähl weiter. Nee, sag du erstmal. Was glaubst du, meine ich? Das war bei der bei der Kanone. Das ja, Rüdiger ist weg. Ich pause hier mal kurz. So, da sind wir wieder zurück und Rüdiger, du bist. Ja, das bin ich. Egal, was für eine Szene meinst du denn? Das war doch. Bin ich da nicht so ganz komisch rumgerutscht irgendwie und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es 100%ig entstand, ne? Nein, du bist in ein Fass gesprungen, was sich bewegt hat und hast dich dann Kerzen gerade in den Abgrund geballert. Ach, war das gewesen? Ich habe irgendwie gedacht, da ich dabei... Währenddessen hatte ich ein Snickers gegessen, was übrigens ein Running Gag wurde und daraufhin bin ich an meinen eigenen Lachen fast verreckt. Wo ich dann laut Snickers gerufen habe, während ich mich in den Abgrund geschossen habe. Ich erinnere mich. Da war was. Diese Szene möchte ich euch ja natürlich auch nicht vorenthalten. Jetzt weiß ich es wieder, genau. Dann war das das. Deshalb viel Spaß mit diesen Szenen. Ja, es war ein richtiger Aufnahmelock und mir tut, wie gesagt, bitter. Der läuft gegen die Wand. Siehst du das? Was macht der? Siehst du das? Kannst du das erkennen? Ja. Warum tut er das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Soll er mal, warum nicht? Du kannst ihm einfach schön weiter Energie jetzt abziehen, ist das geil. Es macht ihm Spaß, auf Fischen zu liegen. Der schläft gerne bei die Fische. Jetzt mal Butter bei die Fische. Fick die Fische. Nein, ein 9-jähriger Fan, Entschuldigung. Ach. Ich meine, das heißt so wie, ich habe die Fische ganz doll lieb. Dann ist es so, wenn Papa Fisch und Mama Fisch. Ja, erzähl weiter. Ich will die Geschichte zu Ende hören. Sich ganz doll lieb haben, dann kommt es manchmal vor, dass Papa und Mama Fisch sich körperlich etwas näher kommen wollen. Und dann nimmt der Papa Fisch seine Schwanzflosse und... Ja? Nein, okay, alles klar. Ja, der legt sich gerade mit echten russischen Gangstern an. So ist es. Hey, wieso ist er nicht... ihn trotzdem jetzt kaputt. Der dumme Affe ist wieder nicht gesprungen. Was ist da los? Reifen nicht gut zu springen und Nuss ist gut, um Affe zu töten. So, verstehe. Glaube ich. Oh Gott. Das war die Stelle, wo ich vorhin schon mich so scheiße angestellt habe und genau rein bin. Okay. Ich mach das jetzt einfach mal mit Augen zu und durch, dann besser nicht. Nee. Was?
Was? Wieso machst du? Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Oh, ich verschluck mich grad. Oh Gott, ey. So ein Scheiß. Wieso kriege ich denn diese Pipi einfach schnell nicht hin? Oh, nee. Ganz gerade ist er da runtergeschossen. Ja, jetzt hatten wir ein paar Szenen mit Donkey Kong Country Action gesehen, doch wir hatten einen kleinen Zahlendreher drin. Das erste Projekt, wo man zu zweit gespielt hat und doch nicht zu zweit gespielt hat, genau, war nämlich was anderes und das startete schon einige Monate vorher. Was war's denn? Das war Let's Race Sonic the Hedgehog 2, allerdings nicht das normale, sondern in der Sega Master System Version. Das haben wir ja gegeneinander geraced und das war eigentlich so das erste, ja, das ist wirklich so, das erste gemeinsame Projekt, was aber eigentlich trotzdem nicht gemeinsam war, sondern ja, halt gegeneinander. Aber auch wieder nicht direkt gegeneinander. Ja, auch nicht das, direkt gegeneinander. Das ist so verwirrend. Auf jeden Fall kam ich ja auf die Idee, das zu machen. Ich habe nämlich damals gesehen, zukünftige Projekte, ja, Sonic the Hedgehog 2 auf dem Sega Master System. Wieso frage ich ihn nicht einfach mal, ob er Lust hat, das dann zu racen, wenn er es eh machen will? Ja, können wir machen. Antwort, ja. Haben wir gemacht. Jupp. Allerdings gab es da ein paar unfaire Probleme, für mich jedenfalls. Und zwar, Rüdiger kannte das Spiel, ich kannte es nicht. Es war ja sogar eins der Spiele, die ich als Kind zumindest sehr, sehr oft gespielt habe. Und dementsprechend kannte ich halt die Levels zumindest ganz gut. Außer beim letzten Level Scrambled Egg, wo es ein bisschen schwierig war, sich die Wege zu merken. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Aber ansonsten kannte ich das Spiel halt sehr gut, hatte dementsprechend halt dann diesen einen Vorteil. Na, ich musste das Spiel zweimal aufnehmen. Einmal hat es knapp 2 Stunden gedauert, bis ich durchkam. Aber die Aufnahme war allerdings für einen Arsch. Da kam Tarsia sich einfach mal meinte, alle 5 Minuten, circa 2-3 Minuten rauszuschneiden. Und deshalb musste ich das dann nochmal neu aufnehmen. Und das ging dann sehr viel schneller. Mhm. Weshalb es dann auch sogar spannend wurde. Es wurde sogar relativ spannend, weil ich auch wirklich beim letzten Boss sehr, sehr viel Mist gebaut habe. Oh, ja, für Gott. Den letzten Boss hatte ich eine ganz spezielle Idee damals. Was war das denn für eine? Ja, da hattest du dir einfallen lassen, dass wir da die Hintergrundmusik abändern, dass jeder von uns so seine eigene epische Hintergrundmusik dann nimmt für den Boss, einfach um es nochmal ein bisschen epischer zu gestalten. Um den anderen zu sagen, ha, jetzt bin ich der Sieger? Ja, so ungefähr, genau. Wir hatten das damals auch so gemacht, dass wir die Chaos Emeralds im Let's Race nicht zeigten. Ich wusste ja auch gar nicht, wo die war, das wäre schwachsinnig gewesen. Genau, nee, das wäre wirklich Blödsinn gewesen. Deshalb hast du das dann separat nochmal gemacht. Mhm. Richtig. Allerdings immer nur die zweiten Welten gezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich habe immer nur die zweiten Abschnitte gezeigt, in denen die Chaos Emeralds auch tatsächlich versteckt waren. Das hatte ich dann so gehandhabt. Der Sieger hatte eine Bestrafung für den Verlierer. Willst du nochmal Revue passieren lassen, was ich machen durfte? Es waren 2 Sachen, du erinnerst dich. Es waren 2 Sachen, die der liebe Keanu machen musste, beziehungsweise er sollte ursprünglich ja nur 1 davon machen. Nämlich, er sollte für mich Superman 64 spielen. Zu sehen als Super Shit 64 bei mir auf meinem genau. Kanal. Richtig, war das nicht sogar irgendwie auf Spanisch dann? Ja, es war auf Englisch und dann bin ich einmal gestorben, bin im Hauptmenü hängen geblieben, weil ich nicht mehr ins Spiel zurückkam und dann habe ich es versehentlich auf Spanisch umgestellt. Und dann war ich plötzlich im Spiel und ja, dann es tolles Superman oder irgendwie sowas. Was dieses wunderbare Spiel noch viel wunderbarer gemacht hat. Ja. Ja, auf jeden Fall, was kam danach? Und das hat dir persönlich noch besser gefallen. Das hat mir persönlich natürlich noch besser gefallen, weil es meinen persönlichen Nerv trifft. Er musste dann nämlich Lylat Wars machen.
Und zwar in einer ganz speziellen Challenge, die Expertenroute mit gebrochenen Flügeln und ja, genau. Daraus resultiert ein einfacher Laser. Genau, richtig. Die Idee kam allerdings von mir, weil ich auf Superman 64 unter den Voraussetzungen einfach keinen Nerv hatte. Oder keinen Bock. Mhm. Da müsste ich mir halt was anderes einfallen lassen. Das hätte ich ja so unmöglich spielen können. Aber Hut ab, dass du das geschafft hast dann sogar. Was war das? Auch wenn es mich bei Star Wolf und Aquas... Ja, Aquas war es, den Nerv gekostet hat. Aquas war am schlimmsten. Ich hatte nur einen schwarzen Bildschirm. Ich konnte da ja keine Flügel verlieren, deshalb musste ich spontan sagen, ich verschieße keine Torpedos. Mhm. Also, das hat mich schon einiges an Nerven gekostet. Vor allem, weil ich das auch meistens aufgenommen habe, wenn ich gerade zur Schule musste. Ja, damals bin ich noch zur Schule gegangen. Heute muss ich das ja nicht mehr. Mhm. Danach ging es irgendwann fröhlich locker mit Diddy Kong Quest weiter. Also Donkey Kong Country 2. Genau. Und hell wurde das bösartig im Nachhinein. Ja, ich habe dieses Projekt irgendwann so ein bisschen angefangen zu hassen. Was ist nicht an Keanu lag, sondern wirklich am Spiel, weil ich gar nicht damit klarkam. Es war einfach nur wahnsinnig schwer. Ja, ich habe es auch irgendwann angefangen zu hassen und Mann, war ich froh, wenn wir damit fertig waren. Ja, ja. Dieses Projekt hatte aber auch so seine Szenen, die ich hier nicht missen will. Ich erinnere mich an eine schöne Szene, wo wir bei diesem Krokodil waren mit dieser goldenen Tonne, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall kannten wir damals noch jemanden, der hieß Lubba Blubba. Erinnerst du dich an ihn? Natürlich erinnere ich mich an Lubba Blubba. Ja, und dieser Krokodilstyp im Kiosk, der hieß, glaube ich, Klubber. Und daraus habe ich einen Wortwitz gedreht. Wenn du dich noch dran erinnerst. Den du auch sehr genial fandest. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so hundertprozentig dran, leider. Ich auch nicht, aber so einer kam mal vor. Die Szene wird auf jeden Fall gezeigt. Dann gab es aber natürlich auch noch eine Stelle, die ich ja in absolut epischer Manier versaut habe. Wir waren in der Vulkanwelt kurz vorm Ziel und so, was mache ich? Ich springe neben das Ziel und sterbe. Ah, ja, genau, genau. Das weißt du noch. Das weiß ich noch sogar, das weiß ich noch. Was war denn deine Lieblingsszene, an die du dich am stärksten erinnerst? Boah, das ist schwierig bei dem Projekt, weil... Beziehungsweise erzähl du doch mal ein bisschen von dem Projekt aus deiner Sicht. Ich versuch gerade mir da irgendwas ins Gedächtnis zu rufen, was irgendwie rausgestochen hätte. Doch, eine Sache hat rausgestochen. Oh. Das war so ziemlich zum Ende. Ich sag nur, er sollte sterben, ist aber nicht gestorben, da er gebuggt ist. Die Sache mit der Wand. Quetschen. Oh. Ah, Moment, da war... Ja, Moment. Wie war das nochmal? Der Boden kam von unten immer näher. Die Decke von oben. Ich hätte zerquetscht werden müssen. Stimmt, ja. Du sagst, stimmt, ja. Dann kannst du jetzt ja auch mal sagen, was passiert ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber... Hast du dich dann nicht an irgendeine Seite geglitscht dann oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mich durch die Wand gebackt. Und du darauf nur noch... Was? 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 Total monoton. Was? Und die ganzen Diddy-Aktionen, wenn er einfach mal CPU war, hält sich an der Kette fest und fliegt dann einfach mal quer durch den Bildschirm. Diese Szenen, wo Diddy einfach mal drüber komplett abgespackt ist. Ich erinnere mich auch noch an an die Sache mit der Schlange. Wie hieß die noch? Slipper oder irgendwie so. Genau. Wo gleich zwei oder drei Parts nur an einem und denselben Level gehangen haben und dann irgendwann über völlig irrelevante Dinge gesprochen haben. Das war aber in der Originalaufnahme. Wir mussten das ja nochmal neu aufladen wegen meiner Festplatte, die damals kaputt gegangen ist. Ah, okay, war das nicht mehr im Projekt enthalten? Okay, nein, das ist natürlich schade, weil das ist so einer der Momente, an die ich mich erinnere, weil das eine echt sehr, sehr angenehme und geniale Aufnahme war.
sagen. Auch, obwohl wir bei dieser Scheißmission einfach nicht weiterkamen, aber es war unheimlich angenehm, trotz allem, weil wir über so viel Mist geredet haben. Ich weiß nicht mehr, was es alles war. Da gab es aber in der Originalaufnahme die Szene in genau dem Level, wo ich dann kurz vorm Ende einfach mal in diesen Abgrund gefallen bin, weil ich auf die Fässer gehabt habe. Was sogar im Original, in der Neuaufnahme passiert ist. Ich bin gerade am Überlegen, was kam denn darauf? Ja, was wir auf jeden Fall noch hatten, was wir nicht vergessen sollten, wäre Rosso Rabbit. Das wollte ich auch gerade sagen. Rosso Rabbit in Trouble. Das zweite Let's Race. Das Projekt, was dazu geführt hat, dass du Ostern hast. Ja, seitdem hasse ich Ostern. Ein unfassbar schweres Spiel, ja, mit einem Hasen, einem richtigen Hasen. Mhm. Und ja, wir sollten es gegeneinander racen und das, ich finde, wir haben das gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, ich hatte mein Let's Race schon fertig aufgenommen, dann kam erstmal er dazu, es aufzunehmen. Mhm. Und zwar gab es da ein kleines Problem nach dem Ende des Races. Mit der Eiersuche. Da konnte man nämlich hier nicht alle Eier finden. Beziehungsweise ich habe knapp eine Stunde versucht, alle bunten Ostereier zu finden. Ist aber nicht geschafft. Mhm. Deshalb musste ich vorher dann irgendwo eine Textbox setzen. Ab hier ist mein Rennen zu Ende. Mhm. Und Rüdiger blieb das ja dann erspart. Genau. Und der, genau. Der Unterschied zwischen unserer Zeit waren nur knappe 8 Minuten, glaube ich. Knappe 8 Minuten und das bei so einem Spiel, was ja relativ viele Levels hatte auch. 20 Level, nee. 10 Welten und jeder Abschnitt hatte so 5 bis 6 Level, glaube ich. Ja, es waren ja, ungefähr kommt das, glaube ich, hin. Hm? Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Es war aber auf jeden Fall schwer. Aber sehr, sehr schwer. Da ist man so oft unnötig gestorben und die Hitbox der Gegner, die war so mies einfach nur. Ja. Aber ich hatte da einen Vorteil dir gegenüber. Und zwar, das hast du auch selbst bei dir erwähnt, dass ich immer ruhig bleibe bei vielen Jump'n'Run-Spielen. Und das hatte mir wahrscheinlich auch die Möglichkeit gegeben, da immer etwas weiter vorne zu bleiben im Race. Das ist richtig, ja. Wo du öfter dann mal ein bisschen hippliger wurdest, war ich immer noch etwas ruhiger an den Stellen. Irgendwann haben mich die ganzen Gegner da einfach nur noch aufgeregt, auf einmal diese Möhren dann kamen und was weiß ich was. Oh, ja. Oh. Die Möhren waren am schlimmsten. Ja. Und dann die Riesenigel. Und die Riesen, oh, die Riesenigel am Schluss, oh, ich hab wirklich so Angst gehabt, dass ich da im letzten Level noch Game Over gehe, es war wirklich kurz davor, ich hatte nur noch ein Leben und musste mich dann auch irgendwie durchkämpfen, ansonsten hätte ich noch viel, viel länger gebraucht. Das war echt übel. Szenen dazu folgen natürlich auch wieder gleich. Haben die das so derbst geändert? Ja, ich glaube, es waren hier tatsächlich 10, deswegen. Wir gehen zu dem Typen da oben mit diesem Krokodil. Klubbers Kiosk. Halte, ich bin Klubber, der fürchterliche, der grausame, der unnachgiebige Klubber. Klubberblubber. Sehr gut. Oh Mann. Wir haben nicht so viele Münzen. Gehen wir auf Kämpfen. Das heißt, wir kämpfen. Mach. Sollen wir mal machen? Mach mal. Mehr als ein Leben können wir ja nicht verdienen. Heilige Scheiße! Oh! Boah! Ganz dicht sind die nicht, oder? Fragst du das jetzt ehrlich noch? Ja, stimmt. Oh, der Igel wird gleich mitkommen. Boah, jetzt habe ich gedacht, dass... Das, ich bin platt, ey. Was kommt jetzt noch? Oh, nein. Weitere Quetschstellen. Oh nein. Das. Wie hab ich das denn gemacht? Das. Da.
ich hab das Spiel geglitscht. Oh, sowas von. Wie geil! So, was machst du? Rosso Rebel in Trouble. Ein Spiel, was natürlich auch eine Bestrafung haben sollte. Es hatte zwei Bestrafungen. Mal wieder zwei. Wow. Wieso ja. Zwei? Die erste Bestrafung war so ein komisches Pony-Spiel. Ja, da gab mein es aber, Gestüt. Da gab es aber ein paar Probleme. Mhm. Und zwar, ja, immer wenn Rüdiger aufnehmen wollte, wurden bei mir die Cutscenes nicht angezeigt. Ich sollte da nämlich auch als Gast dabei sein. Mhm. Deshalb sind wir dann irgendwann zu einem Spiel gewechselt, was, wie hast du immer gesagt, du nicht so wirklich verstanden hast. Ja, womit ich habe SimCity nie wirklich. Oh, jetzt habe ich es schon verraten. Wir haben es auch so schon verraten. Wir haben es auch so schon verraten, stimmt. Okay, gut. Ja, SimCity ist einfach ein Spiel. Ich find's gut, also ich find's wirklich gut, aber das Problem ist, ich bin nie wirklich warm mit geworden. Einfach. Airport City. Nicht wahr? Airport City. Bist du noch da? Nein, Rüdiger ist nicht mehr da. So, da sind wir wieder. Yay. Ja. Julio. Gut. Gut, dass ja. Du Airport City ansprichst. Auch. Ja, ja, dann. Das waren so meine ersten Gehversuche damals in SimCity. Ein bisschen mit den Geldsheets abgespackt und dann irgendwie in der ganzen Stadt Flughäfen gebaut. So habe ich damals SimCity gespielt, früher als Kind, und habe das Ganze dann Airport City genannt auch, und war das cool. Ja. Aber ich hab SimCity nie ernsthaft gespielt, auf jeden Fall. Und deswegen, weil ich es nie verstanden habe, war das wirklich so eine Art Bestrafung auch. Ja, bis zu diesem Projekt, da hast du es einigermaßen ernsthaft. Weil du da ja auch versuchen solltest, eine Stadt zu bauen. Richtig, das war ja die Aufgabe. Ich sollte ja wirklich auch das Spiel versuchen, ernsthaft mal zu spielen und ja. Wirklich mal was aufzubauen, was mir natürlich relativ schwer fiel. 20 Parts lang ging das damals. Und welche Bestrafungen, ja, beziehungsweise was war denn die Hauptbestrafung in manchen Parts? In manchen Parts war es dann so, dass ich für 5 Minuten eine Aufgabe gestellt bekommen habe. Zunächst von Keanu höchstpersönlich, später dann noch Zuschaueraufgaben. Ja, dazu kommen wir später, wenn wir die eine bestimmte Aufgabe erwähnen, die dazu gesorgt hat, dass SimCity ausgebaut wurde. Aber jetzt kommen wir erstmal weiterhin dazu. Mhm. Jedenfalls, ja. Aufgaben, die ich währenddessen machen musste beim Kommentieren. Zum Beispiel. Schizophrenie. Genau. Mit mir selbst diskutieren 5 Minuten lang. Oder einmal ohne Punkt und Komma reden 5 Minuten lang. Oder das Starwolf-Theme singen, während ich kommentiert habe. Also quasi das, was ich kommentiere, mit der Starwolf-Melodie dann singen. Die erste Aufgabe, die war richtig fies für dich. Ja, ich musste 5 Minuten lang rein Englisch reden. Nein. Oder? War das nicht die erste? Es ging um Lilith Wars und Ocarina of Time. Ah, ja, oh, das war auch fies. Ja, ich musste erklären, warum das die schlechtesten Spiele auf der Welt sind. Warum die so richtig scheiße sind. Oh. Dafür habe ich dich gehasst. Ich liebe diese Spiele. Ja. Warum musste ich sowas sagen? Ja, gerade deshalb habe ich mir diese Aufgabe ausgewählt. Das war gemein, ja. Da gab es aber auch noch eine Aufgabe, die, wo du im Nachhinein dafür gesorgt hast, dass das Projekt doch etwas ausgebaut wurde. Nicht mit 20 Parts geendet ist. Weißt du noch, was das für eine Aufgabe war? Soll ich dir das sagen? Ich habe komplett vergessen, warum wir das Projekt ausgebaut haben. Ich habe es echt gerade komplett vergessen. Wählt mich zum Bürgermeister und... Ah, ja, genau. Ich habe in einer Aufgabe nämlich die Versprechung gemacht, dass SimCity dann weitergeht. Ja, und das haben die findigen Zuschauer natürlich mitbekommen. Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir beide es nicht gemerkt. Zur
seit der Aufnahme, erst im Nachhinein. Und genau. Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde, sorge ich dafür, dass SimCity weitergeht. Und er hat die nötigen Stimmen bekommen. Ja. Ja. Deshalb so, genau. Wurde das Projekt dann ausgehebelt. Du hattest aber gerade etwas wegen den Aufgaben erwähnt. Was wolltest du denn sagen, bevor ich dich unterbrochen habe? Damit das Ganze dann auch ein bisschen reizvoller wird, wenn SimCity schon weitergeht, haben wir dann gedacht, jo, dann lassen wir die Zuschauer doch einfach mal sich Aufgaben überlegen. Und du wurdest dann auch ein bisschen mit eingebaut, auch in die Aufgaben. Also, dass nicht nur ich alleine betroffen war, sondern zum Teil auch dann du. Ich erinnere mich an die erste Aufgabe, aneinander vorbei kommentieren. Das war super. Ja, ich sollte so tun, als ob ich mir das gerade auf YouTube ansehe und meine Gedanken dazu preisgebe, während Rüdiger mich komplett ignorieren musste, was teilweise wahnsinnig schwer war. Ich glaube, dadurch, dass ich dich ja die ganze Zeit labern gehört habe, ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, was ich sage. Und, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen geraden Satz irgendwie rausgekriegt. Ich glaube, ich habe nur gestockt die ganze Zeit. Das war echt übel. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir damals Otze als Gast dabei hatten. Genau, für 2-3 Folgen war er mit dabei dann noch. Wo er irgendwann auch spontan mal entschloss, sich nach einer Aufnahme die Controller-Funktion über Join Me zu holen und einfach mal alles Mögliche kaputt gemacht hat. Ach, war auch sehr schön. Ja, das stimmt. Oder wo ich auf die Idee kam, einfach mal mit einem Stimmverzerrungsprogramm dir ein bisschen dazwischen zu funken. Ich erinnere mich noch an die Stelle, wo ich sagte, Baum in der Kirche. Und du da voll lachen musstest. Ja, stimmt. Oh, war ja. Ich bin dein Gott, Baum in der Kirche. Oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Ach, hey, war das schön damals. Dann ging es ja irgendwann wieder auf meinem Kanal weiter. Und zwar mit einem anderen Projekt, worüber sich auch Rüdiger gefreut hat, was im Moment allerdings immer noch pausiert ist. Und zwar Mystical Ninja Tipi Goemon oder irgendwie sowas. Ja, so komisch. So ein Prügelspiel. Sidescrolling kann man es nicht wirklich nennen, oder? Es ist schwer zu sagen. Es ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Sidescrolling-Prügler eigentlich doch schon. Ja, an manchen Stellen war es wirklich Sidescrolling, an manchen dann wieder Jump'n'Run. Das Spiel ist pausiert immer noch. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob wir das jemals pausieren werden. Das Spiel ist doch wesentlich schwieriger, als ich mir es vorher vorgestellt hatte. Ich habe mich am Anfang wirklich über das Projekt gefreut, dann später nicht mehr ganz so. Ja, die Endbosse, die haben wir größtenteils nur gesafe-stated geschafft. Deshalb wird das Projekt wahrscheinlich auch noch eine Weile pausiert sein. Wir müssen da nochmal drüber reden, ob wir es weitermachen. Aber im Moment stehen die Karten nicht ganz so gut dafür. Ja, so sieht's aus. Allerdings hatten wir währenddessen noch ein Projekt, beziehungsweise kurz davor, und zwar ein japanisches Projekt. Unser erstes Beat'em Up. Kunio Tachi no Banka, Shineketsu Koha. Genau. Und das jetzt dreimal ganz schnell hintereinander sagen. Ja. So hieß das Spiel wirklich. Mhm. Wir haben aber immer nur Kunio Tachi gesagt. Genau. Oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall mussten wir das Projekt auch zweimal aufnehmen. Was sehr schade war, weil gerade die erste Aufnahme davon hat mir unheimlich gut gefallen. Ja, da gab es eine Szene, die war wirklich, die war hammerhart. Die war der Hammer. Ja, das ist schade, dass er das niemals zu sehen bekommen hat. Wir waren da in so einem Hafenlevel und man konnte da in dem Spiel entlangrennen. Und ich laufe einfach geradeaus mitten ins Hafenbecken rein. Die Szene hast du aber geschafft zu duplizieren im zweiten Verlauf. Ja, aber da war es einfach dann nicht mehr so witzig. Es war einfach der Moment. Ich renne da einfach los und mitten ins Hafenbecken rein. Das war einfach super. Oder kurz vor Ende des Spiels, wo ich Hallo und auf Wiedersehen, nicht wahr? Ja, genau, richtig. Er begrüßt die Zuschauer und verabschiedet sich im nächsten Moment sofort. Das war super.
das Spiel ging daraufhin 2 Minuten lang nicht weiter, weil wir einfach nichts mehr gesagt haben, weil wir einfach nur lachen mussten. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben, was darauf folgte. Irgendwann kam ich auf die Idee, selbst mal ein Spiel zu machen. Und zwar Senrion. Das ging aber nur 10 Parts lang und ist bei Rüdiger auf dem Kanal zu finden. Mhm. Das war ein... wie heißt das Genre jetzt? RPG. Genau, ein RPG-Spiel, welches nie vollendet wurde. Ja, nie. Leider. Ich habe jetzt aber neu angefangen. Doch, wieder neu angefangen. Mit komplett anderer Story, mit komplett anderen Charakteren. Und diesmal hoffe ich, dass ich es auch durchgezogen bekomme und nicht wieder irgendwelche technischen Schwierigkeiten mir einen Strich durch die Rechnung machen. Und die Charaktere sich nicht in Türen, Fässer oder Truhen verwandeln. Nee, mittlerweile habe ich das gelernt. Ja. Wir hatten damals nämlich unglaublich viele Bugs in dem Spiel. Ich fand Face Steve immer noch gut, muss ich dazu sagen. Ja, das ist dein Lieblingsbug von allen. Face Steve war immer noch am besten. Das ist für mich eine wirklich der... Neben einer Szene, die wir noch ansprechen müssen, wo ich am Ende gerülpst habe und du den übelsten Lachflash deines Lebens bekommen hast. Ja, damit fing das übrigens an, mich zum Lachen zu bringen, damit ich einfach mal mich nicht mehr einkriegen kann. Ja. Dann eben das mit Face Steve. Das sind so die Sachen, die ich nie vergessen werde. Das war wirklich... Das war super. Mhm. Ah. Dazu werden wir euch jetzt natürlich auch noch ein paar Szenen zeigen. Das ist voll die Panik, ey. Okay. Und hier war eine epische Aktion. Rüdiger, willst du erklären, was du hier gemacht hast? Wenn du das Wasser siehst? Ja. Jetzt lies aber erstmal. Oh Gott. Ja, sei vorsichtig, Kunio. Scheint, als müssen wir gewaltsam eindringen. Ja, jetzt Rüdiger, kannst du ja erklären, was du hier immer gemacht hast. Und zwar... Moment. Rüdiger, ich warne dich. Du Blöder! Also jetzt hast du schon wieder gemacht. Ich glaube, das ist schon passiert. Du hast es schon wieder gemacht. Scheiße, ich wollte eigentlich noch mit dem Rand springen. Was hat er denn getan? Er ist ins Hafenbecken gesprungen. Und war beim letzten Mal, also ich muss das mal kurz erklären. Also beim letzten Mal sind wir da lang gerannt, einfach so, ohne zu wissen, was da kam. Wir haben natürlich erstmal diese Typen da platt gemacht. Und dann rennen wir da lang und ich renne einfach ohne zu stoppen ins Hafenbecken rein. wie genial. Wie einfach die Leute ins Wasser kriegen. Einfach nur alle weggeben. Ja! Zack. Ja, hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Wir spielen jetzt heute SimCity. Ich bin dabei, ihr seht das schon hier, großartige Wohngebiete zu pflanzen. Kann man sich nicht mal was anderes einfallen lassen? Mach hier einen wunderschönen Park jetzt hier noch an die Wohnanlage drum und... Außerdem leckt das alles so. Das ist irgendwie... Ja, ich das muss grausam gucken. Es leckt alles so ein bisschen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und wieso hat der da einen Park hingebaut? Und versuche natürlich auch das Ganze jetzt hier so schön miteinander zu verbinden, mit Straßen, mit allem drum und dran. Darum soll es hier letztendlich in und dieser Stadt gehen. Wieso baut er keine Industriegebiete? Die sind wichtiger im Moment. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Industriegebiete im Moment vielleicht auch wichtiger wären als jetzt Straßen, damit die Leute auch ein bisschen arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass der das nachploppert, was ich sage. Das kann aber doch nicht sein. Was für ein Depp ist das denn? Ja, wie soll ich das jetzt am besten hier angehen? Ich meine... Ich hab das Gefühl, der beobachtet mich. Eine sichere Bank, sag ich mal. Aber wenigstens baut er das Kraftwerk nicht an die Wohngebiete. Ich find's geil. Ich auch. Jetzt schon. Ich find's alles geil. Ich find alles geil. Besonders dich. Dein Gott. Du bist der... Du findest deinen eigenen Gott geil? Ja, natürlich. Leute stehen doch auf ihre Götter. Du bist der Bürgermeister in SimCity. Bau mir eine Kirche. Bau mir eine Kirche. Sehr gut. Boah, ich höre mich an wie ein Triebtäter. Ja, du hörst dich nicht an wie Gott, du hörst dich wirklich eher an wie ein Triebtäter. Lass mich dich entführen. Okay. Könntest du auch wirklich von so einer Gay-Hotline sein, ja? Oh Mann. Könntest du dich mal mit dieser Stimme anrufen? Zack, wunderbar.
So, würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Moment, ich pack noch einen Heiltrank oben drauf. So. Dann würde ich auch sagen, dass wir uns an der Tür von diesem Mädchen wiedersehen. Dann müssen sie den Weg nicht nochmal sehen, oder? Ja, genau, dann laufen wir zu dem Mädchen. Richtig. Okay, bis dann. Schön. Right. Crystal und Special Agent Briggs. Was sagt dir diese Namen? Was sagen dir diese Namen, eher gesagt? Ja, Special Agent Crystal und Special Agent Briggs, das waren die Hauptfiguren aus den beiden Projekten Pokémon Smaragd und Pokémon Kristall, beziehungsweise ja, Pokémon Kristall und Pokémon Smaragd. Ein Projekt, das wir ebenfalls gemeinsam angegangen sind als Freegather. Einen lustigen Wortwitz aus, Together und zu dritt. Genau. Mit dem lieben Ryu Hayato, oder wie ich ihn früher genannt habe, Ryu Hayatu. Ja, mit dem haben wir diese beiden Projekte angegangen. Und das darf natürlich hier auch nicht fehlen. Was war denn das Besondere bei diesem Versuch Prototyp-Projekt-Dings? Das Besondere bei diesem Projekt war sehr schön beschrieben übrigens von dir gerade. war einfach, dass wir uns quasi einen Spielstand geteilt haben. Jeder durfte 15 Minuten aufnehmen und hat dann sein Save dem anderen geschickt. Der Spieler, der direkt unmittelbar nach demjenigen kam, der vorher aufgenommen hat, durfte sich die Folge noch nicht ansehen von demjenigen, der vor ihm aufgenommen hat. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich erklärt. Sodass man halt irgendwo mitten in der Pampa rausgelassen werden konnte und erstmal gar nicht wusste, wo man überhaupt lang muss als nächstes. Das war so die Besonderheit bei dem Projekt. Wir haben uns also quasi einfach einen Spielstand geteilt und haben versucht, dann ja weiterzukommen. Wie war das denn damals mit dem Pokémon? Wir hatten ja immer nur 6 im Team. Wie haben wir das denn damals geregelt? So, erst einmal muss man dazu sagen, bei Pokémon Kristall hatten wir es so gehandhabt, dass wir uns Lieblings-Pokémon aussuchen durften. Gecheatete Pokémon voll lame. Genau, gecheatete Pokémon sind voll lame. Daraufhin haben wir unfassbar viele Dislikes bekommen bei diesem Projekt, unfassbar viele. Wir haben die dann aber auch provoziert, so Dislike dieses Video, tut es oder irgendwie so. Tut es, gecheatete Pokémon sind schließlich voll lame, ihr Penner. Genau. Jedenfalls haben wir unsere Lieblings-Pokémon dann beigecheatet, beziehungsweise auch ein bisschen ausgewogen von den Typen her dann zwar. Das war bei Kristall so, bei Pokémon Smaragd haben wir es dann anders gehandhabt, da haben wir uns dann eigene Pokémon gefangen, jeder durfte 2 maximal von sich im Team haben, glaube ich. Mhm. Und die durfte man auch nur austauschen, nee, die durfte man gar nicht austauschen, nur der Besitzer durfte das. Ja. Genau, man durfte nur seine eigenen Pokémon dann quasi austauschen. Und TMs, VMs, beziehungsweise Attacken lernen, da musste man dem anderen dann halt fragen, den das Pokémon gehört. Ist das in Ordnung, wenn dies und jenes passiert? Ja oder nein? Hm? Wenn nein, dann ist ja Pech gehabt. Wenn ja, dann alles in Ordnung, alles easy. Easy? Hard. Nein, dazu kommen wir jetzt nicht, das gehört nämlich nicht hierhin. Das gehört nicht hierhin, ja. Was ich bei diesem Projekt, bei den Projekten, bei den beiden noch dazu sagen möchte, ich fand das sehr schön, was wir für eine Rollenverteilung da hatten. Ryo hat eigentlich hauptsächlich die ganzen Nebenquests dann gemacht, allen möglichen Scheiß besorgt, sag ich mal.
Keanu war mehr so derjenige, der dann die Arenen gemacht hat, der ein bisschen gesorgt hat, dass das auch vorangeht mit dem Projekt. Ja, und mit der Story. Mit der Story, genau. Und ja, ich habe einfach nur abgespackt. Ja, irgendwie. Du bist meistens über den Weg zurückgegangen, den ich vorgelegt habe. Ich erinnere mich in Kristall an die erste Höhle. Ich habe mich da mühevoll durchgekämpft, war dann am Ausgang der Höhle, war schon draußen, war vor der nächsten Stadt. Und Rüdiger macht das offensichtlich hier nicht. Er ließ sich das Schild nicht durch und geht den ganzen Weg in sein Part zurück. Ja, das war schön. Also stand er am Ende seines Parts an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Tja, so ist es. In Smaragd wurde das dann ein bisschen einfacher. Rüdiger kannte das Spiel bereits. Ja, weil du es, glaube ich, von jemand anders kurz vorher gesehen hattest. Richtig, das hatte ich vorher bei Zelda Girl gesehen, das Projekt, und dadurch kannte ich das dann auch schon wieder alles. Kristall kannte ich auch, so ist es nicht. Ich kenne eigentlich auch das Spiel recht gut, aber da in dieser Fleckmon-Höhle, da kam ich irgendwie nicht mehr zurecht, deswegen bin ich da wieder zurückgelaufen, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls warst du immer der Typ, der irgendwo einfach nur rumgerannt ist. Ja. Trainieren konntest du die Pokémon selten, ne? Ja, weil du einfach keine Zeit hattest. Das blieb dann an Ruhe und Meer hängen. Hm? Meistens allerdings an Ruhe, da er direkt immer da war, wo man trainieren konnte oder musste. Ich habe mich da immer irgendwie dran vorbeigemogelt, wie auch immer ich das geschafft habe. Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch mal trainiert habe. Naja, was hatten wir denn gerade noch gesagt? Irgendwas wollten wir noch zu Pokémon gesagt haben, ich hab's aber vergessen. Auf jeden Fall kam da der Witten, der komische Running Gig mit dem Special Agent. Den hast du, glaube ich, eingebaut. Weil wir da im Rocket-Versteck waren. Genau, da waren wir in einem Rocket-Versteck und ich habe sie dann als Spezialagentin dargestellt, die jetzt das Rocket-Versteck infiltriert, so in Perfect Dark Mania. Ja, und so hat sich das dann eingebürgert. Das kam gut an bei den Leuten auch und ja, da mussten wir das so fortführen. Das wurde so unser Running Gag. Aber ich glaube kaum, dass wir nochmal ein Freegazer sehen werden. Jedenfalls nicht von Pokémon und auch nicht so schnell. Ist einfach zu aufwendig und gerade bei Pokémon, was dann über 50 Parts dauert, dann doch ein bisschen arg langwierig. Aber das, ob wir sowas nochmal machen, das gehört ja dann erstmal nicht hierher, denn das gehört ja in die Zukunft. Und nicht zur Vergangenheit. Auch und hier. Ist schon schlimm genug, die Vergangenheit. Auch hier haben wir wieder ein paar Ausschnitte aus diesem Projekt. Ja, oh, ich hab so ein Pech gerade. Nur noch einer. So, das... Er ist eingefroren. Ja! Schieb dir deine Genesung in deinen federhaften... Egal. Wow, da bin ich ja rechtzeitig gekommen. Oh, es ist gefroren. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil Skype hat rumgesprochen. Oh, es ist tief gefroren. Bille. Bille. Nein, nicht One Piece. Ich hasse den Anime. Ja, es ist tief gefroren. Bille. Aber nicht, dass es gleich irgendwann zufällig wieder auftaucht. Ich habe deine Feuersturm-AP, glaube ich, schon alle verschwendet. Das heißt, es kann sich nur noch heilen. Und... warte, was kann das überhaupt? Kann Sonntag, Feuersturm, Genesung und noch irgendeine Attacke, glaube ich. Seine Verteidigung sinkt. Oh, was mache ich jetzt? Weiter angeraten. Es könnte aber riskant sein jetzt mit Eisenschweif, kann es noch oder? Vertragen. Ein Eisenschweif geht, denke ich, noch. Hoffen wir, dass es kein Volltreffer ist. Ja. Okay. Perfekt, und das müsste reichen. Und jetzt? Nein! Wie kann denn das gehen? Ich werd bekloppt. Das ist doch nicht... Was ist denn das für eine Comedy-Veranstaltung hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Ehrlich mal. Das kann einfach nicht sein. Ich find das super. Ach ja... Pokémon, das war schon was. Ein schöner Anime. Na, schön, sehr merkwürdig eher. Ich meine, der Typ ist seit 14 Jahren 11 oder 10, keine Ahnung.
Wie bei den Simpsons, die werden auch nie älter. Aber wo ich gerade zum Thema Anime komme. Rüdiger hatte ein Projekt, was ebenfalls von einem Anime herrührt. Ja. Was will ich denn da wohl sagen? Da geht es um Bälle. Ich wollte eher fragen, auf was spiele ich darauf an? Was? Ja, Rüdiger, auf was spiele ich an, wenn ich das erwähne? Wenn wir schon mal Dragon Ball erwähnen, was war denn da so das Schönste für dich? Ja, das Schönste war natürlich, ja, neben den ganzen Zuschauerkommentaren, die geil waren, du konntest das Spiel nicht, war natürlich ja auch ein Gastauftritt des lieben Herrn Sikeanu Nummer 88, der ja bei einer Aufnahme mit dabei war und dabei für eine der schönsten Szenen gesorgt hat, die man sich hier bei dem Projekt vorstellen konnte. Und zwar war das während der Cell-Saga, wo ja der liebe Keanu nebenbei gegessen hat. Ja, bei der Aufnahme war gerade Mittagessen fertig. Mhm. Das konnte sich ja nicht kalt werden lassen. Und da hatte Rüdiger an den Tag halt nur dann Zeit. Und na, erzähl weiter. Tja. Jedenfalls in der Story wurde dann gerade, dass zu Cells Absorption wurde da gerade was erklärt. Und ich habe mich da irgendwie verhaspelt bei. Und habe nicht gesagt, dass irgendwie Cell was absorbiert, sondern Keanu. Ja, weil das war, glaube ich, irgendwie so, dass ich merkwürdige Sachen von mir gegeben habe. Und dann meintest du, Keanu redet vollkommen wirres Zeug. Er absorbiert nichts. Genau, so war das. Oder irgendwie so ähnlich war das. Ja, genau so war das gewesen, ja. Keanu ist völlig wahnsinnig geworden und absorbiert... Nein, Moment. Er absorbiert nichts und daraufhin hast du gemeint, doch, ich absorbiere mein Essen. Ja, und dann Keanu absorbiert sein Essen. Das war wirklich gut, ja. Das ist eine deiner persönlichen Lieblingsszenen aus allen bisherigen Projekten, glaube ich. Weil du das auch so oft rezitierst. Das definitiv. Das gehört in die Top 5. Also, aber auch bei mir in die Top 5. Aber es gab dann noch ein anderes Spiel aus der Japano-Fabrik Nintendo. Das ist auch noch nicht allzu lange her. Ist noch nicht, wobei ist auch mittlerweile schon wieder fast ein Jahr her, unfassbar. Das ist schon wieder fast ein Jahr her? Das war irgendwann im September letzten Jahres war das eher gewesen. Das weiß ich noch. Das ist echt irre, wie schnell die Zeit rumgeht. Schau mal danach, das will ich jetzt wissen. Moment. Also bevor wir sagen, um was es sich handelt, ich will das Datum wissen. Moment, haben wir gleich. Das war tatsächlich Anfang September. Wenn ich das jetzt richtig sehe, war das am... jetzt muss ich gucken, wo du als erstes dabei warst. Am 5.9. Oder? Moment. Es war sogar am 4.9. Am 4.9. schon. Boah. Ja, 4.9.2012. Das ist doch schon wieder fast ein Jahr her. Unglaublich. Da kann man sehen, wie die Zeit vergeht. Das war aber auch wieder so eine Stelle, wo ich mich einfach nur verhaspelt habe und dann zu schnell gesprochen habe. Auch eine deiner Lieblingsszenen, die wir auch sehr oft rezitieren, wenn wir eine bestimmte Person sehen. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen generell aus dem Projekt war... Ja. Ja, nenn doch erstmal den Namen des Projekts. Ach so, wir haben den Namen noch gar nicht genannt. Das Nein. Es war Super Mario Galaxy oder auch von mir dann genannt Super Luigi Galaxy, weil ich das Ganze mit Luigi gespielt habe. Da war der liebe Keanu, glaube ich, für 3 oder 4 Parts dabei. Vier Parts, ja. Die Parts 9 bis 12 müssten es dann gewesen sein. Mhm. Genau. Ja, und eines Tages war da ein Toad. Und der hatte uns einen Brief zu stellen wollen. Von Prinzessin Peach. Genau, einen Brief von Prinzessin Peach. Und Keanu durfte diesen Toad vorlesen. Und ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Was habe ich denn dann daraus gemacht? Also ein bisschen in der Zeile verrutscht. Daraufhin hat der Toad uns einen Peach angeboten. Und zwar von Prinzessin Brief.
hier ist ein Peach von Prinzessin Brief. Das war wirklich, also, das kam so genial. Ja, ich habe den Satz aber noch nicht mal beendet. Ich glaube, ich habe das Brief nur so halbwegs rausgewürgt. Ja, hier ist ein Peach und ich glaube, da hast du das schon gemerkt und ich hab das dann irgendwie fortgesetzt nochmal. Ich glaube, ich hab das, glaube ich, irgendwie so. Hier ist ein Peach von Prinzessin Brief. Irgendwie so habe ich das da rausgewürgt. Und, irgendwie so, also auf jeden Fall hat das veranlasst, das wirklich dann durch das gesamte Projekt durchzuziehen und wirklich immer, wenn ich mit diesem Toad geredet habe, mir wieder einen Peach von Prinzessin Brief abzuholen. Das ist auch so ein Running Gag geworden bei dir. Ja, und auch bei anderen Projekten, die wir noch haben, bei Mario Kart Wii oder Super Smash Bros., wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir da Prinzessin Peach sehen, nennen wir sie natürlich dann auch immer Prinzessin Brief und das hat sich jetzt einfach so eingebürgert. Richtig schön. Ja, ein paar Parts später hast du mich auch das allererste Mal wirklich richtig beeindruckt. Da hast du nämlich mal spielerische Glanzleistungen gezeigt. In denen du einfach mal Sachen geschafft hast, die normalerweise eigentlich immer in die Hose gehen. Ja. Der Part hieß Skillhawk LP. Skillhawk LP sogar, ja. Ja, es hat auch wirklich, es hat nicht alles funktioniert an diesem Tag. Es hat mir selbst Angst gemacht. Zum einen der eine Risikokomet gegen den Boss, den ich da mal eben innerhalb von einer Minute platt gemacht habe. Erster Versuch nur gemerkt, ich hatte einen unheimlichen Hass auf ihn. Mhm. Dann aber auch noch bei diesen Musikplaneten-Dings, wo du über diese Verschwinde-Plattform gesprungen bist. Das war so geil. Ich nehme wirklich alle Plattformen weg. Und dann habe ich unterwegs vergessen, Moment, da ist ja noch ein Toad, den ich gerne ansprechen würde. Ich habe dich darauf angesprochen, Schlabi-Schlupf vergessen. Ah, Moment! So. Und dann warst du schon ganz am Ende. Und alle Plattformen waren weg, bis auf 3 oder 4. Bis auf 3 oder 4, genau. Und ja, ich habe dann gesagt, nee, da gehen wir halt wieder zurück. Und dann habe ich es irgendwie tatsächlich geschafft, da über diese eine Plattform noch drüber zu springen und zu diesem Toad zu kommen. Und das Geile war sogar dann wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall war nur noch eine einzige Plattform mit einem Goomba übrig. Oh Mann. Ja. Das hat mich damals wirklich schwer beeindruckt. Und zwar wirklich ehrlich gemeint. Nicht als Swan, nein. Ich glaube, sowas schaffe ich heute auch nicht mehr. Das war nee. Einfach zu genial. Danach hast du es nicht mehr geschafft, mich zu beeindrucken. Aber damals ja. Wirklich Respekt. Ich hätte es nicht hingekriegt. Jedenfalls nicht in einem Versuch. Ach ja. Ich denke, wir zeigen aber trotzdem noch einmal ein paar Szenen. Eher gesagt, die Szenen. Wow. C16 besiegt Cell. Ich kann nicht essen. Ja, du kannst nicht essen, schon klar. Ich kann nicht essen, ich habe einen vollen Mund, wollte ich gerade sagen. Doch im Chaos der Schlacht redet Keanu völlig wahnsinnig gewordenes Zeug und absorbiert... Nein. Keanu absorbiert nichts. Und doch das Essen. Keanu absorbiert sein Essen. Und C-Cell. C-Cell, genau. C-Cell. Cell absorbiert... Drück einfach weiter. Gott. Drück einfach weiter und gut ist. Ja. Ankündigung. Gut. Mhm. Also ich kündige an, dass ich auch mit dieser Aufnahme jetzt das Projekt abbreche. Sehr schön, weil, freut wenn mich. Keanu einmal dabei war, besser kann es eigentlich nicht mehr werden danach. Es ist einfach nicht mehr zu toppen dann. Hier ist ein Peach von der... Hier ist ein Peach von Prinzessin Brief. Prinzessin Brief hat uns einen Peach geschickt. Herrlich. Bin ich gut. Okay, Anu will nicht musizieren. Ne, bin ja auch voll zu. Du hast nicht mit Schlaubi Schlumpf geredet. Achso, Moment. Dann gehen wir nochmal zurück. Mhm. Ja, wie machst du das jetzt? So. Ah!
Das glaube ich jetzt nicht. Ey, der Part ist jetzt schon so geil, ja? Okay, weißt du was? Du darfst Schlaubi-Schlumpf vorlesen. Dieser Boden verschwindet, wenn man auf ihn tritt. Pass auf. Okay. Pass ich auf. Also, wenn ich jetzt noch den Weg zurück schaffe, wieder das. Es ist möglich, glaube ich. Ja! Ist das geil! Okay, das erste Mal in der Geschichte hast du mich beeindruckt. Oh Mann. Darauf darfst du dir jetzt was einbilden. Darauf bilde ich mir was ein, das glaubst du aber. Ja, Mario. Da erinnere ich mich noch an ein paar andere Sachen mit Mario. Da hätten wir zum Beispiel ewige Streams, die ein paar Stunden lang gehen, wo sich geprügelt wurde. Ja, wir richten ja jedes Jahr mittlerweile, das ist irgendwie, glaube ich, Tradition geworden, ein Turnier in Brawl aus. Jetzt haben wir das ja letztens schon zum dritten Mal gemacht. Genau, und auch noch fast am selben Tag wie ein Jahr zuvor. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das gute alte Smash Brothers Brawl-Turnier. Auf jeden Fall, da steckt immer viel Planung hinter, viel organisieren. Und wenn dann die Technik nicht mitspielt, dann ist es mies. Das ist uns nämlich beim dritten Turnier sehr stark aufgefallen, wie viele Probleme wir da hatten. Das ist richtig, da konnten so viele Kämpfe stattfinden wie in keinem der beiden vorherigen Turniere und teilweise hat es ziemlich geleckt auch und lauter solche Geschichten war... Ja, es ist nicht ganz so gut gelaufen wie mein sonst. Mein Streaming-Programm, das wollte auch nicht so wirklich. Genau, Streaming-Programm hat auch noch Ärger gemacht und... Aber wollen wir die doch einfach mal nach und nach Revue passieren lassen. Das erste Turnier vergesse ich wegen einer einzigen Sache niemals. Und zwar der 30-Minuten-Lag-Kampf. Oh Gott, ja. Den wir auch nicht unterbrechen konnten. Mhm. Wir hätten den ja unterbrechen können, schon klar. Aber wer hätte uns dann gesagt, dass es so beim nächsten Versuch nicht wieder laggt? Und deshalb mussten wir 30 Minuten lang ausharren. Ich weiß noch, dass wir uns während des Kampfes über die komischsten Sachen unterhalten haben, Rüdiger einfach nichts mehr zum Audio-Spammen hatte und wir gehofft haben, dass Kirby fliegt. So ist es, ja. Aber die Kämpfe, die wir so nebenbei hatten, die waren alle so spannend. Ich erinnere mich noch an das Finale. Sonic Shadow Fusion. Genau, versus Saboru, nicht Shadow Fang, komme ich auf ihn. Ähnlicher Name. Auf jeden Fall, über 3 Kämpfe ging das Finale. Es war so spannend. Ja. Da kam so viel Andrang. Es ist immer wieder geil zu sehen, wie viele Leute sich da anmelden und mitmachen wollen und dann geschockt sind, dass sie nicht reingewählt werden wegen dem Zufallsgenerator. Ja, leider. Ich würde immer gern alle mitmachen lassen, aber das geht leider nicht. Genau. Aber es ist auch immer wieder schön, wir haben auch ein richtig gutes Niveau auch immer bei den Turnieren, also Leute, die das Spiel richtig gut beherrschen auch. Und das ist wirklich schön zu sehen. Ja, und dass die Leute auch immer fair sind und sich dann auch gegenseitig beglückwünschen und sich nicht gegenseitig dann fertig machen. Genau. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Dass die Leute dann da gechillt bleiben. Das zweite Turnier verlief, wie verlief das denn? Das lief etwas schneller zu Ende als das erste Turnier. Ja, aber da hatten wir auch wirklich keine großen Probleme auch. Da lief eigentlich alles ziemlich reibungslos. Ja, bis auf das dritte Turnier, was wir dann gerade eben erwähnt haben. Da hatten wir so viele Probleme. Und wir haben sogar kurzzeitig daran gedacht, dieses Turnier abzubrechen und dann einen anderen Tag fortzuführen. Wegen den ganzen Problemen. Ja. War das das erste Turnier oder das zweite, was stattfinden sollte, als du bei mir warst? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, es war das erste. Oder war das überhaupt Brawl und nicht zufällig Mario Kart? Das weiß ich auch nicht mehr.
Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war Rüdiger tatsächlich vor 2 Jahren im Hochsommer zu dieser Zeit mal bei mir, hat mich besucht, hat zusammen mit mir geschwitzt. Und ich habe es sogar überlebt. Damals haben wir zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 nämlich auch noch den Zwei-Player-Modus bei Rüdiger gezeigt. Mhm. Weil er hier bei mir war. Allerdings gab es damit auch schon wieder ein paar Probleme. Wegen der Original-Audiospur, die wurde nämlich nicht aufgenommen, da mussten wir das Ganze nachkommentieren. Ja, unfassbar. Während wir Brötchen gefressen haben, weil wir uns vorher Pizza bestellt haben, mit der Kräuterbutter. Dann auch irgendwann ein Running Gag wurde. Die Kräuterbutter. Die sich sehr gut mit Tortilla-Chips macht. Echt gut. Kommt gut zusammen. Du hast Erfahrung. Absolut. Ich erinnere mich noch, wie schlecht sie dann an dem Abend war. Man hat auch noch in dem Video gesehen, wie er die isst. Ja, das, richtig. Das war aber eher eine spontane Kurzschlussreaktion bei dir. Ja, sowas kommt öfters mal vor. Ich erinnere mich noch, du hattest die Tortilla-Chips gerade in der Hand und hast auf die Kräuterbutter gestarrt und gesagt, ey, jetzt nimm mal die Kamera in die Hand, ich will die mal in der Kameraaufnahme essen. Okay, auf deine eigene Gefahr. Jo, ihm war es schlecht danach. Jo. Ach, ich fand es aber super. Naja. Und dann kam irgendwann das Problem, dass ich Hamachi nicht mehr nutzen konnte. Und wir uns zwangsläufig überlegen mussten, was machen wir jetzt für gemeinsame Projekte? Und irgendwann kam das Projekt, was von den Zuschauern irgendwie am meisten gefeiert wird. Was haben wir uns denn da überlegt, Rüdiger? Wir haben das unglaubliche Projekt gestartet, Mario Kart Wii Community Races. Ja, das heißt, in alle paar Wochen in unregelmäßigen Abständen dürft ihr mal gegen uns bei Mario Kart Wii fahren. Das Projekt ist ja heute noch am Laufen. Seit über einem halben Jahr schon. Wahnsinn, unglaublich. Das haben wir, glaube ich, November angefangen letzten Jahres. Unglaublich, wie lange das auch schon wieder läuft. Ja, wir sind jetzt bei knapp 60 Parts. Etwas unter 60. Hm? Und da kommt auch immer rege Teilnahme. Ja, bis heute noch melden sich immer sehr viele Leute an, sind auch an dem Abend auch wirklich immer viele Leute da. Ja, nur ob sie reinkommen, das ist eine andere Frage. Das ist halt immer so eine Sache, dadurch, dass es wirklich auch Leute aus beiden Listen, sowohl von mir als auch von ihm reinschaffen können, müssen wir halt kontinental fahren. Und da packt es dann halt leider nicht immer jeder rein. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber einfach immer weiter probieren dann. Das ist auch das erste Projekt, was wir ab und zu mal Livestream-mäßig aufnehmen. Nijuar haben wir ja, glaube ich, schon 2-3 Mal gemacht. Mhm. Also Livestream anschalten und dann während des Streams aufnehmen. Dann haben wir aber immer andere Regeln, und zwar, dass ich einen Raum erstelle für 1 Stunde und dann Rüdiger für 1 Stunde. Und ja, dann können alle in dem Raum im Battle Mode oder wie auch immer, was wir uns da überlegen, mitfahren. Ab und zu haben wir uns auch mal das Privileg hervorgehoben, Gäste einzuladen, wenn es denn funktioniert. Dann müssen natürlich auch die Gäste Zeit und Lust haben und natürlich das Spiel besitzen, ist ja klar. Die müssen ja auch mitfahren können. Ja, aber logisch. Aber ich freue mich immer, wenn wir dieses Projekt angehen können. Ich mich auch, auf jeden Fall. Auch wenn wir ziemlich mies fahren. Manchmal sind wir gar nicht mal so schlecht. Kommt immer drauf an. Ist ja auch sehr glücksbasierend, dieses Spiel. Aber ich würde sagen, irgendwann wird dieses Projekt auch, was heißt, eingestampft werden. Ich würde eher sagen, geupdatet. Denn wenn Mario Kart 8 rauskommt, würde ich dann nämlich das nutzen wollen. Ist ja klar. Ja. Und eine Wii U wirst du dir dann wahrscheinlich spätestens dann auch holen, oder? Ich hoff's, also ich will mir eigentlich spätestens mit Smash Bros. 4 eine holen, aber das muss man dann mal sehen. Im Moment gibt's für mich dann noch nicht genug Titel, die ich mir holen möchte. Ja, ich werde mir demnächst eine holen, aber das gehört ja jetzt nicht hierher. Genau. So, wir sind alle Projekte bisher durchgegangen. Und was könnte man wirklich als Resümee jetzt dazu ziehen, zu diesen 3 Jahren? Verrückt, würde ich einfach mal sagen. Einfach nur verrückt. Das ist wirklich eine Bandbreite von den verschiedensten Projekten von 2 durchgeknallten Typen. Die einfach nur entertainen wollen.
Ob sie das erfolgreich schaffen, ist den Zuschauern überlassen. Ja. Es geht einfach darum, ein bisschen Spaß zu haben und euch ein bisschen zu unterhalten. Und das ist das Wichtigste. Und das, ich denke, das haben wir in den letzten 3 Jahren noch ganz gut hinbekommen. Und dabei muss es vollkommen egal sein, ob ein Spiel schon x-tausendmal gemacht wurde. Wenn man Bock drauf hat, einfach machen. Wie oft wurde Donkey Kong Country schon together? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns damals gesagt, ist egal, können wir nochmal machen. Als Threegather. Wir spielen ein Spiel, was man zu zweit spielen kann, zu dritt. Das wäre mal revolutionär. Moment. Man könnte es zu viert spielen, tatsächlich. Man muss sich halt nur diesen Zwei-Player-Rival-Mode packen. Dann hat man ja 2 verschiedene Teams von Donkey Kong und Diddy Kong. Und beide Charaktere müssen dann nochmal auf 2 Personen aufgeteilt werden. So kann man das Spiel zu viert spielen, theoretisch. Unfassbar. Aber nun gut. Ich würde erst mal sagen, wow, mein Monitor ist gerade schwarz geworden. Ja, das würde ich auch sagen. Das dann beenden. Eine wirklich lange Zeit, 3 Jahre. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass es wirklich so viel wird. Das war damals einfach nicht abzusehen. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Das ist nur lange nicht Schluss. Ja, wann einer von uns das Let's Play an den Nagel hängt, dann könnte es zum Schluss werden. Aber wir hoffen, dass das noch in weiter Ferne steht. Warten wir es ab. Dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu und Der Weehawk, glaube ich, ist mein Name. Auf noch viele weitere schöne Jahre, hoffentlich. Noch viele weitere schöne Projekte. Genau. Und vielleicht geben wir uns dann doch eines Tages das Ja-Wort. Nein. Okay, dann eben nicht. Ich will dich deiner Frau doch nicht wegnehmen. Das ist lieb von dir. Jedenfalls nicht so offensichtlich, Mann. Ach so, natürlich, ja. Entschuldigung. Du musst doch geheim bleiben, Mann. Ach, verdammt, ja. Ach Gott, ich bin aber auch ein Tollpatsch. Ja, bis zu den regulären Projekten. Was habe ich jetzt regulär gesagt? Regulär, ja. Ja, ich bin Brite mit österreichischem Akzent. Ich stopp die Aufnahme besser. Ja, besser ist das. Oh, ciao. Gott. Ciao. Du darfst. Das ist ein Tortilla-Chip. Das hier ist Kräuterbutter. Wir mischen nun beides und... Und wie schmeckt's? Es ergibt sich ein absolut einzigartiger Geschmack, der mich was zum Kotzen bringt. Er wird... Wie du aussiehst. Boah. Ja, Leute, wir haben gerade ein paar technische Probleme mit dem Livestream. Wir haben auch den Emra am Apparat. So, der versucht das gerade irgendwie da was zu machen. Währenddessen frisst Rüdiger halt Knoblauch mit Tortillas. Wehe, du wirst diese Nacht kotzen. Keine gute Idee, Leute. Das war euer Keanu und... York. LP bei einem Vergiftungsanschlag auf sich selbst. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Also schön. Ah, you're a big boy, Vladdy. Keiko! Ganz spät im Spiel schießt er einen auch ca. 20 Mal in den Körper. What does it look like? Während des Spiels immer machen. Funk, seit deinem Mega Man LPs hast du Pech, meint hier einer im Chat. Tja, Pech im Spiel? Pech in der Liebe? Nein. Nee. Wieso? Fnuck ist der Beste, finde ich auch.
Fnuck! Ja, ich finde Fnuck auch echt dufte, Wuffi. Muss ich den? Und Che im Spiel, Glück in der Liebe. Che im Spiel ist auch nicht schlecht. Ein Pole macht mit. Che im Spiel, Glück in der Liebe. Sehr gut. Mobb die Leute nicht, das ist unfair. Ich darf das, ich bin krank, das ist auch nicht schlecht. Wobei, Funk ist mal nichts anderes gewöhnt, dass er seine Abonnenten mobbt. Okay, ich habe schlechte Laune bekommen, ich beleidige Läden. Läden! Und auch Schuhläden. Schuhläden. Ich beleidige Schuhläden. Funk braucht Funk braucht ich brauche mir einen Arzt. Ich kann alles so gut schreiben, das ist so geil. Der Funks berühmte Arztbrauerei, wir kennen sie. Ja, ich brauche auch Ärzte. Geil, Bauarbeiter, Ärzte, Köche, ich brauche euch alles. Ich kann gerade nicht, ich muss hier den wieder verprügeln. Warum muss ich das? Wie Clinton! Bill Clinton gegen Dunby. Der heißt wirklich B. Clinton. Wie dumm ist das denn? Jetzt krieg ich die gar nichts mehr. B. Clinton gegen Dunby. Ich bin Bill Clinton. Clinton Guy. B. Clinton, Tatsache. Was zum Geier? Was? Dunbeef? Dunbeef? Jetzt will ich wissen, wie die sonst so alle heißen. Warte mal. Super Stress, Moment. Weiter, halt. Achtet mal auf den Namen von ihm. SP. Was? Mr. Nee. Latex? Gay. Was? Er heißt einfach Gay. Also da war irgendeiner M. Latex. Wo war der denn? Was? M. Latex? Da hier. Ja, so. M. Latex. Was war denn? M. Latex. Fraga? Fraga. Okay, Bill Clinton. M. Latex gegen Bill Clinton. Ach, guck mal, Pelastion. Was zur Hölle? Pelastion. Pelastion. Ich bin mit Gay. 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 Hard Gay, wie geil. Also, ich finde Gay gegen Pelastion hätte was. Gay Pelastion. Mal gucken, was in dem Kampf so alles passiert. Eigentlich müsste das umgekehrt sein. Wie heißt die Orte? Ach, die heißen normal. Okay. Zweimal Thailand. Ja, okay. Thailand. Thailand. Thailand gegen Palazzo, okay? Die sind ja gar nicht nackt. Was ist das denn? Doch, er ist obenrum ohne. Stimmt. Oh, jetzt ist es gerade bei mir übel. Gay macht. Das ist nicht gut. Ich glaub's nicht. Besiegt der Kerl mich noch? Die Entwickler hatten zu viel geraucht bei den Namen, bei der Namensvergebung, richtig. Gay hat Wobei, Pelatio. Das ist die spanische Version. Gay Fighter, genau. Mit Bill Clinton. Och man, ey, ich spiel hier nicht mehr. Ja, wieso machst du eigentlich jedes Mal das gleiche und hüpfst einfach nach links? Weil er nicht mehr kann! In dem Spiel bin ich echt schlecht. Da könnte ich Monate trainieren. Ja, das sag ich doch, lass irgendein Co-op 2D-SNES hier.